Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Ja, wir machen weiter. Wir wollen uns beim Turnier anmelden. Ich bin gerade ein bisschen überdreht. Ich hoffe, das merkt man gerade nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, was gerade in mich gefahren ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach angefangen, so semi zu beatboxen im Ladebildschirm. Ich kann nämlich nicht wirklich gut beatboxen. Deswegen semi-beatboxen. Ach ja, stimmt. Haben wir was Neues? Nein, warum ist die Agilität? Warum sind da manche Sachen rot? Ich verstehe es einfach nicht. Okay. Reuter konnte helfen. Reiten haben wir mittlerweile 6, reparieren 5, Schlösser knacken. Schlösser knacken 5. Das heißt, wir können Schlösser knacken beim hier, wie heißt der Spasti? Peschek? Müller, Peschek machen. Und wir können bei dem auch noch mal Taschendiebstahl probieren. Ich will das unbedingt leveln. Unbedingt, weil wir haben ja auch einige Sachen. Muss auch Heimlichkeit unbedingt trainieren. Mich würde halt gerne interessieren, wie bekomme ich Heimlichkeit? Ich kann ja nicht die ganze Zeit gecrouched rumlaufen, weil das wird uns, glaube ich, nicht so viel bringen. Ist der Spasti jetzt schon draußen? Oder bin ich noch zu früh? Wir warten mal ein Stündchen. Bam bam badam bam bam badam bam bam badam 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 badam. Naja, jedes Turnier gibt uns jedenfalls ein bisschen Geld, ein Rüstungsteil und Geld beim Müller nochmal, wenn wir es gewinnen. Zack. Gott sei mit dir, Junge. Ich möchte am Ich möchte Turnier am großen Turnier teilnehmen. gerne. Zahlen. Sicher. Wie heißt du? Heinrich. Gut, ich habe und ich muss wissen. Mit dem Das Langschwert. Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Ja. Gut, mach dich bereit. Damit Du kämpfe kommst ich als am nächstes. liebsten. Lebe wohl. So, wir müssen leider auch mit Schild hier kämpfen. Habe ich jetzt schon keine Lust. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Stenek, Gehilfe des Rattaya Schreibers. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla wünschen wir den Wettstreitern Glück. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Verdammte Scheiße! Du hast mehr Stärke? Ich habe 8 Stärke schon. Naja, wir kämpfen, by the way, nicht mit unseren normalen Schwertern. So, kommen wir mal ein bisschen in die Mitte des Rings. Dann sieht man nämlich uns auch richtig kämpfen. Dann haben alle was davon. Ich hab den jetzt besiegt. Oh.
Ach komm, du hast ja quasi kein Leben mehr. Gib doch einfach auf. Du musst doch einsehen, dass du gegen uns keine Chance hast. Hier. Das war schön ausgewichen, Junge. Ich weiß, dass das daneben war. Müssen wir nochmal kämpfen? Dieses Mal aber mit einer Waffe, die der Gegner gewählt hat. Wahrscheinlich irgendwas mit Schild. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Kriegshammer. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Ich habe jetzt schon keine Lust. Verdammt! Gut getroffen. Es steht fest. Es ist Heinrich aus Galitz. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Ja. Okay, jetzt kämpfen wir wieder mit Langschwert und dann wieder mit was anderem. In dieser Runde beweist seinen Mut Olbram, bekannt als Sperber, Meisterschütze aus Kolin. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz. Dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla wünschen wir den Wettstreitern Glück. Das wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Die Wettstreiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Kriegshammer und Axt sind halt sehr viel besser im Rüstungsdurchdringen als ein Schwert, aber ich finde halt, Schwert sieht einfach stylisch aus. Und ich kämpfe echt gern mit dem Schwert. War's das schon? Ich lass die komplett komisch aussehen. Stärke wär's. Ich? Du solltest mal auf dein Leben gucken, Junge. Ich hab noch nicht einen Treffer von dir kassiert. Nicht ein. Das einzige, was du getroffen hast, war mein Schwert. Stärke! Ein Punkt brauche ich jetzt noch in Stärke. Dann kann ich das Schwert des Herodes haben. Der Streiter, der in der ersten Runde den Sieg errungen hat, ist Heinrich aus Galitz. So, mit was betteln wir uns jetzt? Axt oder Kriegshammer? Kurzschwert wäre auch mal cool, oder Jagdschwert. Ah, schon wieder Kriegshammer. Für den zweiten Kampf. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Jawohl. Was ist los? Keine Eier mehr. Ich hab da gerade gewonnen. Beim zweiten Kampf war Heinrich aus Geist.
Blitz! Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt. Und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. In dieser Runde beweist seinen Mut. Ich komme gleich wieder. Ich fülle mir kurz hier Wasser ein. Ist ein 500 Milliliter Krug. Halber Liter. Ah, ich bin wieder da. Der Sieger vieler früherer Turniere und auch heute zugegen, Peter, genannt der Schwarze Peter. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Alles ist bereit da für ist den Milan. Ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Herrgott! Weh, wir kämpfen jetzt nur mit Kriegshammer. Gibst du schon auf? Asthmatika? Just asking. Ich glaube, ich sollte hier öfter zustechen. Ich versuch's da gleich mal. Okay, nee, da blockt. Aber du hast doch eine schöne Klinge. Hast du jemals schon mal Wände gehittet? Der in der ersten Runde den Sieg errungen hat, ist Heinrich aus Galitz. Yay, feiert mich. Yay. Oi, Kurzschwert. Wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Oder ist das Jagdschwert? Nee, ich glaube kurz. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Alles klärchen. Ja, sammel deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Scheißdreck! Nimm das! Weit daneben! Trau dich! Hast du bist immer noch nicht platt? Guten Tag. Bist du der? Ich bin aus. Dann los! Gott behüte dich. Unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem ich musste Sieger, mit dem kurz reden. Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich? Ich bin aus Galitz. Warte mal, ich. Gibt es Regeln? Wieso? Alles Gute. Okay, tut mir leid, dass ich das Gespräch jetzt komplett übersprungen habe. Aber das sagte er, kämpft nur gegen uns, wenn wir zuerst die anderen drei besiegen. Weil ich hatte Angst, dass das sonst verbuggt.
Wo ist denn Herr Hanusch? Besser als jahrelang diesen Gauner am Hals zu haben. Weiß ich. Da ist er. Was für ein Spektakel! Handschuhe. Hier ist deine hart verdiente Belohnung. Hab Dank, Herr Hanusch. Mach's gut.